So, und da bin ich wieder frisch, fromm und fröhlich hier direkt aus dem Wasserparadies auf unserem kleinen Planeten. Oh, irgendwelche garstigen Aliens am Strand warten und uns wahrscheinlich direkt ausräubern werden. Aber nicht mit uns. Nee, nicht mit uns. Das lassen wir uns nicht gefallen. Auf keinen Fall. Ist echt komisch, dass wir schon so lange keinen Raptor mehr gesehen haben. Ja, schon so ein bisschen. Ich glaube, wir konnten auch schneller rennen, wenn wir. Ich glaube, ne? Ich weiß es gar nicht mehr, ob das wirklich so war, dass man schneller rennen konnte, dann. Bin ich etwas überfordert. Oder überfragt. Überfordert ja nicht, aber überfragt. Ja. Also zumindest können wir länger rennen. Das ist gut. Sehr gut sogar. Ich bin der Meinung, hier war auch mal Wasser. Er sieht irgendwie auch mega nah nach Haus, ne? Was Garstiges hier irgendwo? Aktuell nicht, ne? Kann auch so bleiben. Ja, das kann gern so bleiben. Okay, komisches Plasma. Der muss doch auch abbaubar sein, dieser Stein hier, oder? Ist ja ein platziertes Objekt. Wobei es irgendwie wie Holz, ne? Hört sich's an. Aber hat nichts gebracht. Ist ja interessant. Interessant, meine Freunde, interessant, würde ich sagen. Komisch. Nun denn. So geht's auf zu unserer. Ich finde es das schön, dass wir hier wirklich dieses kleine Wasserloch haben. Geiler wäre es natürlich wirklich, wenn man jetzt sagen könnte, wir können irgendwie Meeresalgen anbauen. Geht das vielleicht sogar? Na, ich habe nicht gesehen, dass es Meeresalgensamen gibt. Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Ja. Definitiv. So. Hier hast du deine Meeresalgen. Genau, und kannst du nämlich davon ein bisschen was machen. Ah, siehste. Wunderbärchenhaft ist doch alles da. Das ist dies, genau. Dann gehen wir schnell mal hoch und bringen das Geschütz dann weg. Ach so, wir sollten vielleicht die richtigen Steine dafür mitnehmen. Ja, ich bin da auch der Meinung. Beziehungsweise hier Magnesium, Eisen, Kobalt, Silizium, Kupfer. Oh, ist schon nicht schlecht, was wir da so wieder alles geschafft haben, ne? Ha. Genau, weil da brauche ich auf jeden Fall ein paar Blöcke für. Boah, guck mal, die Betonblöcke, die sollten eigentlich ausreichen. Damit wir entsprechend das oben jetzt schön alles zurecht machen können. Genau. Was bringt's denn? Ja, was bringt's denn, wenn wir die Treppe runterstürzen, weil wir es so eilig haben? Moa, eher weniger. So Mais nebenbei futtern. Schön ist, so kann ich hier den viel schneller verbrauchen, als wenn ich das im Menü mache. Das ist halt ein Vorteil, wenn man den da hinlegt. Aber naja, es sind halt nicht nur Vorteile, ne? Ja, es ist logisch. Ansonsten müssten wir das nicht extra erwähnen, dass das ein Vorteil ist. Ja, ah, da recht, da recht. So, mal das Ding hier. Dann schön elegant. Genau, so. Einmal dann hier rüber damit. Ja, ist ja okay, ist ja okay. Ja, es muss da vorne noch umgeändert werden. Aber einen Teil haben wir zumindest mal. So, und dann machen wir hier ein Podest raus, wo dann entsprechend jetzt dann halt die Waffe draufsteht. Wie viele Blöcke brauchen wir? Ich glaube 3x3, ne? Oh, 3x3. Okay, weiß ich Bescheid. Sind das praktisch die Grundfläche? Diese hier.
Also jetzt nicht so direkt die da, sondern eher hier hinten, genau. Ein bisschen höher setzen. Das müssen wir dann gleich noch ein bisschen anders machen. Aber das kriegen wir auch hin. Ich habe so ein bisschen meine Bedenken, aber egal. Das klappt schon, sicher. Haha, ja, ich hoffe es. Ich glaube, man weiß, was ich vorhabe, ne, wenn ich das hier so zeige. Genau so. Dann das Ding hier. Ja, jetzt würde ich das nämlich gerne eigentlich so einmal reihum machen. Ja, das fände ich halt persönlich ganz gut. Das Problem ist nur, ja gut, hier kommt ein Zaun hin. Dann ist es gar nicht so das Problem im Endeffekt. Ja, ich habe gerade überlegt, nee, das könnten wir nur für uns selbst zum Problem werden lassen. Aber warum sollte ich daraus jetzt ein Problem machen? So. Genau, damit muss ich das nur da vorne hier das eine Eckstück wegnehmen. Genau, demontieren. Wunderbar. So, und das Eckstück dann wieder. Ja, dann ist das wie so ein Bunker oder Podest. Ja, wirklich eher wie so ein Geschützpodest, wo dann das drauf ist. So könnte man es auch machen, habe ich gerade überlegt. Boah, sieht auch nicht schlecht aus. Dass man hier unten drunter dann vielleicht sogar durchgeht. Ja, man muss auch überlegen, es ist halt Masse, ne? Die dann halt hier sind. Gewicht, was dann da drauf liegt. Ja, genau so. Hast du nochmal schön Platz. Und hier oben drauf ist dann halt entsprechend unser Geschütz. Ja. Ist, glaube ich, auch von der Höhe her. Ja, ist dann sogar genauso wie da drüben. Okay. Das heißt natürlich wunderbärchenhaft. Und so kann es dann. Ja, jetzt haben sie praktisch alles im Visier. Weil anscheinend ist es ja so, dass die hier nicht existieren für unser Geschütz. Ja, der ballert das irgendwie dran durch. Also es beschädigt das auch nicht. Das ist super. Ein bisschen komisch, aber es ist trotzdem super. Und wenn dann hier diese ganzen Drohnen und Schiffe ankommen, dann sollte das schon ordentlich Rambazamba machen beim Gegner. Ja, also ihn platt machen, meine ich damit, ne? Ja, genau, ihn platt machen. So. Dann können wir eigentlich mit dem bisschen, was jetzt noch übrig geblieben ist, hier hinten mal was von dem Zaun machen. Genau. Das, genau. Habe ich nicht so ein Eckteil davon? Leider nicht, ne? Ne. Schade eigentlich. Tja, ja, nur so ein riesen, das ist so ein hohes. Das bringt mir aber nichts. Nee, das ist Schwachsinn. Das ist auch hier die Sache, ne? Wie ich das jetzt am besten mache. Damit ich da. Oh, eigentlich nur, indem man sagt, okay, wir machen irgendwie einen Stein hin. Und dann sowas. Ja, warum gibt es das nicht irgendwie in groß? Das ist praktisch so. Gibt es irgendwie auch mit Spitze? Ja, aber ich meinte es eigentlich anders. Ja, eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Ja, weil man könnte wirklich das hier setzen. Na, setzt du das und machst dann halt hier so eine Kuppel drauf. Sieht auch nicht verkehrt aus. Ja, oder wir setzen da jetzt halt irgendwie ein Deko-Gerät oder sowas drauf. Das ginge dann auch. Hm.
Ja, es fehlt halt dann doch noch das eine oder andere Teil, ne, wo man denkt, ja, das wäre jetzt nicht verkehrt, aber ich glaube, so wirklich alles, was man gerne haben möchte zum Bauen, hat man sowieso nicht drin. Dann muss man es selber machen. Ja, definitiv. Dann wird man das selber machen müssen. Und ich glaube kaum, dass das bei den meisten dann mal so eben selbst gemacht ist. Ja, das bezweifle ich ganz stark. Ja, tolle Wurst. Habe ich nicht noch irgendwo einen übrig? Nein, natürlich nicht. Okay. Naja, aber okay, zumindest ist jetzt unsere Verteidigung, ich glaube, optimiert. Ob es unbedingt ideal ist, das wage ich zu bezweifeln. Ich denke, da ist ich kann sogar wirklich durchfallen. Okay, ich wollte es eben ausprobieren, dachte mir so, naja, ich brauche es nicht komplett zeigen, aber doch, wir fallen durch einmal richtig schön der Reihe nach durch. So, ich sehe jetzt leider keinen Raptor oder sowas. Ich hätte es gern noch einen platt gemacht. Aber wie immer ist das, was man dann ausrechnet, braucht, nicht da. Naja gut, und dank der Geschütze wird das auch eine ganze Weile lang so bleiben. Wie sieht's aus mit der Energie? 84%, okay, das hört sich ja für mich zumindest jetzt erstmal ganz gut an. So, lass mal hier so hinpacken, genau. Ich habe noch Honig, sehe ich gerade. Das ist, den können wir wegschnabulieren. Achso, nee, das ist schon alles. So, Kaffee da wieder hinpacken. Den Mais wieder hier zu uns. Gibt es denn hier irgendwas, was wir damit herstellen können? Aloe Vera oder Faserpflanze? Hm. Naja, nichts Weltbewegendes. Was macht ihr hier? Ja, Wasserstoff. Bei dir. Geht, ne? Läuft, würde ich sagen. Ich habe noch Stahlblöcke, okay. Ja, das ist meine Munition, ja, das ist wichtig. Warte mal, ich habe doch hier noch... Ah, siehste? Bergbaugerätekern. Für irgendwas muss er gut sein. Genau, sonst noch irgendetwas? Ich glaube nicht, ne? So... Wir könnten jetzt aber den Bohrer basteln. Ja gut, das sind erstmal die Raketen, ne? Das ist dann jetzt hier der Bohrer. Genau, für kleines Raumschiff. Denkrübel. Machen wir das wirklich? Wie viel fördert der denn? Steht da irgendwas? 20 Sekunden, Craft. Achso, das ist nur das. Naja, es sagt jetzt nicht so viel aus. Aber wir machen mal zwei Stück davon. Die können wir vorne platzieren. Dann nehmen wir das Holzding wieder ab. Das brauchen wir eh im Moment nicht. Und dann testen wir das beim nächsten Mal aus. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.